Grüß Göttli hier zurück zum nächsten Part, Leute. Hallo. Und dann wollen wir die Krypta hier mal noch vollständig erkunden. Und die zweite Krypta auch noch. Und dann holen wir uns schon direkt unsere dritte Quest ab. Wir wollen schließlich hier irgendwann ja mal noch weitermachen. Und in den nächsten Act rein. Die zweite Quest haben wir jetzt erfolgreich abgeschlossen mit Blutrabe. Was war denn das jetzt? Was war denn das? Ach, das war unsere Jägerin. Wie ging das nochmal? Wie kam man auf Questlog mit M? Nee, nicht Questlog, verdammt. Mit Q. Genau. Das ist abgeschlossen. Die Dinger werden dann immer so silberlich. Eins von beiden ist jetzt gleich eine Quest, die man finden muss. Und wir sehen, dass hier, da haben wir alles abgeschlossen. Dann auf zur anderen Seite. Unser Amblisa müssen wir noch einen Bogen besorgen. Noch eine Rüstung. Und dementsprechend dann noch ein paar Pfeile. So. Ich kann nicht noch mehr. Stinke Elixier. Ja gut, wir sind jetzt echt voll. Wir könnten mal zurück. Machen wir das schnell. Im zweiten geht es ja deutlich schneller als im ersten Teil. Da muss man ja nicht die langen Wege immer laufen. Seid gegrüßt. Da hat es schon die nächste Quest. Es ist klar, dass wir es mit einem Bösen zu tun haben, das schwer zu verstehen und noch schwerer zu bekämpfen ist. Es gibt nur einen Weisen der Horadrim, der in den Geheimnissen von Geschichte und Legenden unterwiesen wurde und uns beraten könnte. Sein Name ist Deckard Cain. Ihr müsst nach Tristram gehen und ihn finden. Ich bete, dass er noch lebt. Okay. Also unser Deckard Cain aus dem ersten Teil, unser alter Mann am Brunnen, der uns die Sachen identifiziert hat, ist eventuell noch am Leben in Tristram. Das scheint, das Abbrennen von Tristram ist noch nicht lange her. Wir identifizieren mal die Dinger. Vielleicht kriegen wir daraus dann einen deutlich besseren Wert zum Verkaufen. Eine Rolle fehlt noch. Zack. Und, gut. Dann darfst du den ganzen Mumpitz mal haben. Bitteschön. Giftwiderstand brauchen wir auch nicht. Ah, den Schädel, den nehme ich aber mal mit. Stärke, weg, weg. Sehr schön. Haben wir nochmal ordentlich Knete. Oh, nee, den Deutsch will ich auch noch weg haben. Haben auf jeden Fall schon mal nochmal deutlich Knete bekommen. Für die kleine Aktion. So, den Schädel rüberlegen. Das Buch ist momentan leer. Gut, macht nix. Aber zur Krypta. Da das Elixier. Dann noch ein Ausdauer-Elixier. Da nehmen wir Sack noch Gold. Noch ein Elixier. Und Handaxt. So, das war's für dieses Gemäuer. Dann gehen wir mal schnell weiter zum nächsten. Und ab und zu sind diese Dungeons, die werden ja auch alle zufallsgeneriert, sogar noch doppelt tief oder sonstiges, da findet man dann immer nochmal richtig schöne Sachen. Der Totenbaum mit den aufgehängten Jägerinnen, ach, das ist immer so eklig. So, wir sind jetzt im Mausoleum. Ich habe es auch schon mal gehabt, dass da einfach absolut kein einziger Eingang war auf dem Friedhof. Ich weiß zwar nicht warum. Ich glaube, dann hatte ich eher einen kleinen Bug drin. Ich gehe ja irgendwie schon davon aus, dass die Höhlen da teilweise existieren sollten. Wenn ich wüsste, ich nämlich nicht, wo die aufkreuzen sollten ansonsten. Naja. So. Wir kriegen alles von unseren Einheiten schon erledigt. Wir müssen im Endeffekt dann nur noch einsammeln. Und das immer noch. Ui, ein Schlag war er down. Unser Totenbeschwörer macht aber auch kräftig Schaden, wenn wir mal ehrlich sind. Dafür, dass er immer noch seine Anfangswaffe hat, die einfach nur crappy ist, da haut er den Dinger noch ordentlich auf die Kappe. Das wird sich wahrscheinlich spätestens beim Endgegner ändern. Da sind noch ein paar. Mach die Platz. Ich kümmere mich um Fässer. Geteilte Arbeit. So ein Arbeitsverhältnis hätte ich auch gerne. Ein paar Einheiten, die nicht murren. So, ich bin überladen. Da war ein Riesenzauber. Oh, schon wieder voll. Wie schnell das geht. Nehmen wir das Gold mal mit. Schmeißen mal die Pfeile und Bolzen raus. Nehmen den Riesenzauber mit. Was haben wir da?
10% schnellere Erholung nach Treffern. Na, das ist ja jetzt nicht so unbedingt interessant. Wir nehmen mal den einen Heiltrank ein. Und wir geben uns nach unten. Da man Schreine Gesundheit brauchen wir nicht. Bolzen und so, ja gut, das sind ein paar Gold, die ins Flöten gehen, aber die sind ja nicht so wichtig. Wichtig sind die Erfahrungspunkte. Und die Sonderitems, die wir hier randommäßig finden. Nämlich meistens die besten Items, die es gibt. Ui, da bin ich leicht verbrannt. Gute Lederrüstung, alles nur Mumpitz zum Verkaufen. Ich habe keinen Bock, jetzt nochmal ein Portal zu verschwenden. Ich kann nicht noch mehr. Aber einen Rubin nehme ich gerne mit. Rubin, da können wir immer schön Juwelen später herstellen. Oh ja, gut. Da noch zwei, drei. Ich merke, sie geben gar nicht mehr so viele Erfahrungspunkte. Ich sollte mich zu nächsten Gefilden begeben, in denen wieder ein paar stärkere Kreaturen auf mich warten. So, auf zum Friedhof. Von dort nach oben rechts. Aber zuallererst gehen wir noch kurz zurück in die Stadt, um dort den ganzen Mumpitz zu verkaufen, den wir da haben. Guten Tag. So, einmal weg, zweimal weg, zack, zack. Nein, den nicht. Aber das Knallgas, das Zeug und das und das. Ich glaube, am Schluss habe ich da kaum noch irgendwas bei mir. So, kaufen wir noch ein paar Schriftrollen. Könnten bei ihr mal nach einer Waffe für uns gucken. Das sind Zauberstäbe. Das hier sind die Zepter für uns. Was haben wir denn da vielleicht Schönes? Ich sehe noch keinen mit den Fähigkeiten, die ich gerne hätte. Da haben wir 3 zu verstärkter Schaden. Level 1 Zähne. Mit Ladung. Oh, okay, mit Ladung sogar der Stab. Knochenrüstung. Skelettbeherrschung. Verstärkter Schaden. Schwächen, Skelettbeherrschung. Nicht so unbedingt das dabei, was ich gerne hätte. Nö, dementsprechend. Diesmal nicht. Geben wir unser Gold nochmal an die Kiste ab. Und betreten das Ding. So, weiter auf dem Weg, bei dem jetzt natürlich keine Monster auf uns lauern, da ich das Spiel noch kein einziges Mal bis jetzt geschlossen habe. Also ich habe gerade schon so einen kleinen Aufnahme-Run. Allerdings wird es mich auch wieder stressen, wenn wieder ein Grafikfehler drin ist. Auch bei Diablo 2 habe ich mit Windows 7 Grafikprobleme, obwohl die beseitigt sein müssten mit dem Patch. Sind's aber nicht. Zumindest bei mir nicht. Und ich habe die neueste Version, also keine Ahnung, da musste ich wieder einen Kompatibilitätsmodus rumschrauben, wie irre. Und dann geht's von 3 von 4 Versuchen. Und dann geht's mal wieder nett. Was allerdings gut ist, sobald es einmal angelaufen ist, dann brauche ich nur kurz mit Alt-Tab rauszuwechseln, wenn ich zum Beispiel den nächsten Part konserviere. Ja, ich konserviere sie. Nein, natürlich konvertiere. Dann kann ich da immer mal schön kurz schnell rausswitchen und den nächsten reinlegen. Das ist dann ganz angenehm. Auch wenn das Konvertieren oftmals 2 bis 3 Parts dann braucht, die ich spiele. Dass das immer so verdammt lange dauert, ist übel. Und das Hochladen dauert bei mir noch am längsten. Bin ja gerade dabei, unter Umständen demnächst mal den Vertrag zu wechseln, aber das kann, glaube ich, noch dauern, dass ich das so hinbekomme, wie ich es haben möchte. Ich würde nämlich gerne mal eine 100 Megabyte Leitung holen. Wir wohnen ja leider nicht in der Schweiz oder was, Österreich. Eins von beiden, die haben 1000 Gigabyte Leitungen schon. Ach ja, das ist ja einfach Bombe. Da hat man so ein Ding gerade mal reingestellt, da ist es wieder oben.
könnte ich euch mit tausenden weiteren Videos füttern. Könnten die von mir aus sogar noch deutlich größer sein. Dann muss ich so am Schluss vielleicht sogar gar nicht mal konvertieren. Weil ich einfach so schnell alles hochlade, dass das dann einfach bei YouTube rumbleibt. Und die das machen dürfen. So. Schnell zurück. Da haben wir ein Schild. Einmal. Zweimal. Nix Tolles dabei. Schade. Aber der Bogen. Oh, ja, ein Bogen. Der könnte den Schaden von ihr unter Umständen doch trotzdem erhöhen. Danke. Danke. Ja, von 2 bis 4 auf 2 bis 10. Und Pfeile bräuchten wir mal für sie demnächst. Hallo? So, bitte einmal mir die Sachen abkaufen. Was ich mich immer wundere, ist, woher hat die Alte bitte das ganze Geld dazu? Dass die uns das alles abkaufen kann. Sagenhaft. Die Frau muss Beziehungen haben. Obwohl, wenn man sich auch wieder überlegt, sie ist eine Hohepriesterin. A, wird sie das Zeug wahrscheinlich selber weiterverkaufen. Und B, die Priester werden ja schon immer finanziert von Gläubigen. Das heißt, da hat sie wahrscheinlich auch noch ordentlich Knete auf der Tasche liegen. Das ist jetzt nicht böse gemeint, aber die Kirche finanziert sich natürlich über ihre Gläubiger. Ja, es klingt über ihre Gläubiger. Es wären sie irgendwelche Steuerhinterzieher. Krass. Wortwitz gefunden. Na gut. Oh, das ist wieder ein Riesengebiet hier. Ist das jetzt eigentlich die dritte Quest, die wir haben mit dem Tristram-Eingang finden? Questlog. Die Suche nach Kane. Durchgang Dunkelwald, ziehen Hilfe. Ah, okay, wir müssen den Unterwald, da Dunkelwald erstmal, also müssen wir über eine gesamte Höhle durch. Über eine gesamte Höhle durch, nein. Unter einer, nein, Moment. Durch eine Höhle hindurch. Weder unter ihr durch, noch über ihr durch. Durch sie durch. Straightforward. Ah, Wegpunkt. Dich habe ich gesucht. Ah, da haben wir einen Mondclan. Da kommen auch wieder die Ziegendämonen. Die haben hier auch wieder ihr Comeback. Ob wir vielleicht diesen Gebra irgendwas, den Schwächlichen, nochmal zu Gesicht bekommen. Das würde mich doch jetzt mal interessieren, ob der noch lebt. Oder ob der sogar mittlerweile ein Böser ist. Also, dass dies seine dämonische Natur ihn doch zu dem gemacht hat, was er ist. Oder eben nicht. Ah, ich muss gucken, dass die Dinger weg sind. Gab es da nicht sogar mal irgendeinen, der die Schamanen wiederbeleben kann? Also ein Schamane, der die Schamanen wiederbelebt? Stress. Stress pur. Tötet man einen, kommen 5 wieder neue. Hey, hey, hey. Alles klar. Da unten den Weg haben wir auch abgegrast. Wir sollten uns demnächst mal wieder einem Eingang nähern. Vielleicht finden wir ja sogar den Dunkelwald direkt. Wobei, wir sind im Feld der Steine. Ah, wir haben auf jeden Fall eine neue Quest gefunden. Der schimmlige Foliant. Und so geschah es, dass die Gräfin, die einst im verjüngenden Blut von 100 Jungfrauen badete, lebendig begraben wurde. Und ihr Schloss, das so viele Gräueltaten gesehen hatte, zerfiel zur Ruine. Nur noch ein einziger Turm überragt die unterirdischen Verliese in der gottverlassenen Wildnis wie ein Monument des Bösen. Man glaubt, dass das Vermögen der Gräfin unter dem Klerus aufgeteilt wurde, doch viele sagen, das meiste sei nie gefunden worden und noch bei den verrottenden Schädeln begraben, die stummes Zeugnis von der Unmenschlichkeit der menschlichen Kreatur ablegen. Okay, jetzt haben wir die Quest gefunden, der vergessene Turm. Wir müssen nun auch noch die Gräfin finden und natürlich hat durch die Erscheinung von Diablo sie auch wieder ins Leben zurückgefunden. Und wenn ich mir das überlege, sie hat 100 Jungfrauen, diese armen Mädchen. Diese armen Mädchen. Alle nicht das Glück der Welt verdient. Gehabt anscheinend. Gekillt und in dem Blut gebadet. Alter, wenn ich mir überlege, 6 bis 8 Liter pro Mensch. Mal 100, dann sind wir bei, ja, nehmen wir mal gerundet,
700 Litern Blut. 700 Liter Blut. Ach du Schande. Da hast du kubikmeterweise Blut. Uah, übel. Übel, einfach nur übel, die Vorstellung. Ah, die brennt sich gerade so richtig in meinen Kopf hinein. Jetzt einen Schauer über den Rücken. Also das war wirklich eine Gräueltat. Dieser Frau hätte ich nicht verziehen. Erinnert mich mal wieder an so einige andere Dinge. Ah, guck mal an, da haben wir einen Monolithen gefunden. Mit mehreren Zeichen drauf. Ah. Diese Viecher sind teilweise manchmal sowas von derbestark. Mit ihren Blitzangriffsverzauberungsbla, wenn sie. Ich kann nicht noch mehr tragen. Halt hier angegriffen werden. Ich habe da mal eine Kreatur gehabt, die habe ich nicht anhauen können. Die habe ich absolut nicht töten können, weil sie mir permanent einfach das Leben abgezogen hat. Ey, das war ein übler Kampf damals. Da war noch ein besserer gefunden. Mit Blitzschaden, bitteschön. Nur Zauberin, dann interessiert mich das eigentlich nicht. Wir haben ein Portal aufgemacht. Und 20 Stärke. Wie viel habe ich denn? Der Charakter ist ja bald wieder ein Level up. Oh, 17. Gut, dann behalten wir diese wunderbare Rüstung. Denn die könnten wir dann schon im nächsten Part anziehen. Sollte ich sie nur nicht vergessen. Am Schluss habe ich sie eh vergessen. Ich sehe es kommen. Seid gegrüßt. So, und dann verkaufen. Einmal, zweimal. Wir bräuchten unbedingt noch ein paar Ausrüstungsgegenstände für unsere kleine Freundin. Aber irgendwie kriege ich da nichts Gescheites. Ich habe jetzt zumindest mal einen Bogen. Da würden jetzt noch Pfeile rein können. Oder, also mit besonderen Fähigkeiten. Oder. Lass uns gerade noch reparieren gehen. Ja? Einmal alles reparieren bitte. Dankeschön. Natürlich ist das Reparieren bei mir momentan etwas umsonst, denn ich kriege ja gar nichts abgezogen. Da haben wir auf jeden Fall mal ein paar Pfeile. Die kannst du auch direkt haben von mir. Damit kann ich jetzt noch nichts. Okay, mit denen kannst du nichts anfangen. Ja, gut. Dann kriegt sie halt keine Pfeile. Ich dachte, die braucht Pfeile. Ich dachte, das hätte ich so noch in Erinnerung richtig, aber es war wohl falsch. Schade. Ja, sieht man mal, wie alt das Spiel ist. Das habe ich nämlich schon gar nicht mehr im Gedächtnis. Das letzte Mal, dass ich das gespielt habe, war ich 14. Das war vor 6, 7 Jahren. 8 bald. Uiuiui. Viel zu lange her. Und da ist der Durchgang zum Dunkelwald, den wir durchqueren müssen. Da haben wir noch ein Haus. Nichts drin. Und somit haben wir das gesamte Gebiet abgeschlossen. Dann sehen wir uns hier im nächsten Part wieder. Bis dann, Leute.